Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Diablo 3. Wieder mit den üblichen Verdächtigen. Hallo. 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 Und wir machen heute mal wieder große Rifts. Haben wir nämlich jetzt ein paar Tage nicht gemacht. Und dann legen wir auch direkt los. Achso, hier müssen wir ja rausporten. Ach so, wir porten raus. Oder macht ihr das Okay. nicht? Nö, Ist noch ein eigentlich nicht. zusätzliches Legendary fürs erste Mal durchlaufen. Ja, dann gehen wir halt raus. Ach, Ich hoffe, scheiße. das klappt. Lass die Mobs leben, meine Türme. Lass die Mobs leben. Nein, nein, nein. Ja, danke. Okay, ich Gut. bin draußen. Außen. Puh. Uiuiui. Glück gehabt. Schon lang nicht mehr rausgeportet bei der Prüfung. Ja, Ja, aber gehen ich wir. habe ja nicht so viele Steine, deshalb wäre es ja Schwachsinn, wenn wir die Legendaries davon nicht mitnehmen, weißt Ja, du? ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Können wir ja machen. Ja, dann warte, muss ich wieder umstellen. Ich hatte für die Prüfung jetzt was anderes reingeskillt. Ach so, lol, er ging auch davon aus, wir machen die Prüfung. Ja, Ja, weil natürlich. wir das in letzter Zeit immer machen. Einfach. Nimmt dann an, wenn ihr ready seid. Ich kenn's halt nur so. Dann lauft mal vor. Ah, jetzt ist das ja eh wieder, das stirbt ja alles wieder so schnell. Ich hoffe, dass die Lags jetzt nicht überhand nehmen, weil das ist ja immer die ersten 2-3 Minuten. In so großen Rifts laggt's ja immer böse. Aber hier drin sind die ja so low, die Mobs, da könnte ich selbst ich die alle locker töten. Machen wir Mach doch auch es doch einfach. einfach. Hier ist nächste Ebene. Das sollten wir auf jeden Fall mitgehen. Ich habe meinen Banner hingestellt. Noch Hier ist kann er gleich wieder Hackrobot die nächste Damage Ebene. machen. Ist direkt schon wieder nächste Ebene. Lol. Ja, ist bei denen hier normal, die sind ganz klein. Dafür Verbindungsschein. stehen da super viele Elite-Packs. Hat wer Nemesis an? Nee. Hab sie dabei, ja, wenn er hat. Ja, dabei habe ich sie auch. Aber einen Verbindungsschein auf dem Dings brauchen wir ja gar nicht. Ja, aber hier ist nochmal kanalisieren. Können wir. Zusätzlich Elite-Pack wäre das auch cool. Weil es hier ja so viel XP gibt. Total. Balken rennt. Absolut. Richtung 488. Der rennt wieder zurück. Ah, dann hast du es ja doch noch fast hinbekommen mit deinen 500. Ja, morgen früh vor der Schule werde ich 500. Ui. Siehst du einen Ring und einen Edelstein? Ich hab gar nichts bekommen. Toll. Immerhin Brustschutz. Und ich glaube, ich werde den Edelstein auf. Ich glaube nicht. Ich glaube, das macht Sinn. Ja. Den Edelstein aufzuwerten. Absolut. 2% Chance. Ich hätte ja mal gucken können, was mein 43er für eine Chance hat. Ach so, das ist je höher die später sind. Desto ja, niedriger desto wird die höher musst Chance. du die Ja. Rifts machen, um die Desto weiter höher. aufwerten zu können. Ich habe in Rifts unter 40 habe ich eine Aufwertchance bei dem 43er von 8%. Boah. Das heißt, wenn du Glück hast, steigst du eine Stufe, wenn du Pech hast, bleibst du wie es ist. Ja. Ja, dann geht's ja noch, wenn das nicht kaputt geht. Ich weiß, irgendein Spiel, ich weiß schon nicht mehr welches, sind die Sachen ja immer kaputt gegangen, wenn du es verkackt hast. Bei Von der Guild Chance her. Wars. War das bei Guild Wars? Okay. Glaube, ja. Wenn ich mich richtig Ich entsinne. weiß es nicht mehr, ist zu lang her. Kann auch bei Heroes oder irgendeinem Schwachsinn gewesen sein. Kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Jeden Fall war es irgendein MMO, Ah. das wir früher mal gespielt haben. Weiß auf jeden Fall, was ich meine. Ja. Auch wenn alle anderen nur Bahnhof gerade verstanden haben. Ja. Ich habe schon extra ein bisschen runtergestellt. Wieso ruckelt das denn trotzdem bei so viel Effekt? Oh, 104 mit einem Schlag getötet. Lol. Und neuer Rekord. Weißt du, da ist der Mob fast tot von mir und dann machst du ihn einfach den Last Hit. So eine Schweinerei. Im nächsten Rift darfst du mehr machen. Da laufe ich noch hinterher. Nee, das brauchst du gerade auch. machen. Oh, guck, die fallen ja. Okay, der braucht vielleicht ein bisschen länger mit seinen 20 Millionen. Ich chill gerade einfach eine Runde beim Mitlauf. Voll der Mitlauf. Halt mal Türme. Ja, ich habe immer Cooldown auf Türme. Lauf. Ich weiß ja nicht, was du hast, dass die laden die sich mit Cooldown Reduction auch schneller auf oder was? Ja, yep. Natürlich. Dann macht Cooldown Reduction ja sogar Sinn.
Cooldown Reduction macht sowieso Sinn für deine Hass-Cooldown. Ich hab roten Stein drin für Fargon-Level. Ja, selber schuld. Ich auch. Ohne Kane-Set oder wenn du nicht in der... Wenn du, es macht hier nur Sinn, wenn du Kane-Set trägst oder eine Leorix. Oder eine Leorix-Krone. Ansonsten ich hab eine Leorix-Krone und einen Leorix-Siegelring an. Ja. XP und wieso macht das nur dann Sinn? Weil das sonst zu wenig ist, als dass es Sinn macht. Yep. Der Bonus ist zu gering. Da hast du mehr von der Cooldown Reduction, weil du damit schneller Mobs tötest. Doch, ich ein bisschen langsamer. Nö, passt schon. Dann geh ich schon mal vor. Müsst ihr jetzt in denen nicht so viel machen. Da mache ich wenigstens noch genug Damage hier in denen. In den nächsten liegst du ja eh nur auf dem Boden drauf. Ja, nö. In dem nächsten geht da auch noch. In dem nächsten können ja. Die beiden auch noch gut mitmachen. Weiß noch jemand, wo unser Todescounter stand? Nein. Doch, du hattest glaube ich 3 oder 4. Ich war, also wenn wir den nehmen, dann waren wir bei 4, 3. 2, 1. Echt? War jeder mal? Ja. Jo. Ja, Michi war auch schon tot. Weil ich geschrieben habe oder irgendwas gepostet habe oder so. Ja. Nee, da hast du irgendwie irgendwas gegeben. Ja, du hast mir mal die Heiltränke gegeben. Ja, aber genau. Verreckt. Beim Heiltränke verteilen, genau. Oh, eine Armbrust. Ja. Die ist rot, ja. Ganz toll. Und dann brauchst du sie nicht. Ich brauch eh keine Waffe. Außer nee. Es droppt ein Etraju in Uralt, der so gerollt ist wie mein Rabenflügel. Dann vielleicht, aber sonst. Und 5% vom Level gemacht. Toll. Oh Gott. Getötete Gegner gewähren 500 Erfahrung. Kannst du die brauchen? Ach, sie ist ja im Clan. Ja, das Spieler. Nein. Hast du das Juwel der Leichtigkeit gekriegt? Ja. Das ist saugeil. Das ist saugeil zum Leveln. Ich guck da mal auf Stufe 25. Ja, ist schon klar. Beim Ziehen ist das mega. So, Steinchen rein, glücklich sein. Dann... Ja, Moment. Alter Mann, kein D-Zug. Die Moment. Ja, mach den mal. Fick dich so bei 30 plus wieder ein. Das hier würde ich garantiert auch noch alleine packen. Aber knapp vor der Zeit wahrscheinlich erst oder so. Der Don besiegbar. Lol. Sackgasse. Sag, ich dash noch in die Sackgasse rein. Das kannst du mit dem Helm übrigens auch noch viel häufiger tun. Ja, stell dir mal vor. Haben wir doch. Hast es, wenn die so weit auseinander stehen? Fällt mir. What? Level up! GZ. Danke! Ja. Noch 12 Level bis 500. Und ab dann geht's ganz langsam, ne? Ja. Ja. Als Ende der Season dann Level 600 oder so. Mal sehen. Ja, kommt ja darauf an, wie viel man spielt und so. Kann man ja jetzt schlecht sagen, was in ein paar Monaten ist. Fast alle stehen bleiben. Das ist T4 quasi. Ja, da kann 21. man auf jeden Fall in allem stehen bleiben. Echt, wenn das T4 ist, dann würde ich sogar noch locker schaffen. 21 müsste ungefähr T4 sein. Aber dann machen die ja eh keinen Damage. Kommt hin, ja.
Bin mal gespannt, wie hoch die Gruppen diese Season schaffen. Letzte Season war das höchste, was eine Vierergruppe geschafft hat, 62. Da sind sie doch jetzt schon angekommen. Ja? Ja, hab ja. Hab ich noch nicht gesehen. Ungefähr. Aber irgendwann ist halt Ende, weil irgendwann hast du halt Max Equip, ne? War das gerade zwei Legendaries? Plus der Ring? Drei. Ja, zwei Legendaries plus der Ring. Ja, 31. Jetzt fängt es langsam an interessant zu werden. Mempos, die Erfahrung bringen Mempos angeht. Überhaupt noch was heutzutage? Nein. Mempos sind der letzte Müll. Was? Yep. Ja. Das Auktionshaus noch geben würde, würde ein Mempo jetzt vielleicht 25 Cent kosten oder so. Ungefähr. Ah, und von diesem Schattenset, aber das Schattenset benutze ich ja, will ich ja eh nicht benutzen. Lohnt sich auch nicht zu verwahren normal, ne? Hier ist ein Transmog. Sowas wie Mempo habt ihr wahrscheinlich schon vom Transmog her, ne? Ja klar. Braucht die Transmog noch jemand? Ne, ich hab sie mir geholt, danke. So, Steinchen rein. Weiter da. Ich hätte jetzt fast schon wieder Steinchen rein glücklich sein gesagt, aber man darf nicht mal das gleiche sagen. Nach dem Rift muss ich Blutsplitter rollen. Dann müsste ich kurz den Char wechseln. Soll ich schon anfangen oder soll ich noch einen Rift warten? Mach ruhig, fang ruhig schon an. Schneller. Okay, dann stacken wir den Fairgook auch mit. Arkanwächter, Vorsicht. Viele Arkanwächter, vorsichtiger. Und viele Explosionen. Explosion tötet mich wahrscheinlich, aber der Arkanwächter ist doch gut. Kollege. Ich hab mal reingeschossen. Lol. Ja, wir müssen die Tage auf jeden Fall auch mal da gucken, dass wir das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Schaffen wir jetzt. Auf jeden Fall. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Ja, wir sind vorgestern 40, 41, 42 gerannt. Und immer ganz knapp nicht geschafft. Immer ganz knapp am Boss, am Boss gescheitert. Und das war ohne den Helm. Das war ohne Helm und wir haben ohne Einheit gespielt. Wenn wir mit Einheit spielen, so wie ich solo mit dem Templar spiele, dann liege ich nicht ständig auf dem Boden. Ah, und der Michi spielt dann Tank oder was? Dann ziehe ich mich wieder auf Cooldown Reduction um. Jo, mit der Einheit. Dass ich perma-immun bin, ziehe die Einheit an und alles, was ich dann an Damage fresse, also alles, was er an Damage frisst, wird auf mich übertragen, da ich nicht sterben kann. Die helfen nicht, ja. Alles gut. Oh. Dass ich halt nicht permanent one-shotted werden kann, weil in den über 40er Rift, selbst wenn er auch an mich rankommt und mich haut, bin ich tot. Kann ich mir vorstellen. Ich habe deswegen schon ein bisschen Zähigkeit auf Kosten von ein bisschen Damage rausgenommen, aber... Damage rausgenommen, Zähigkeit eingebaut, so. Kann man aber ja auch nur begrenzt, ist auch klar. Ja. Ja, ich habe gesagt, ich will nicht mehr unter die 2 Millionen Paper Damage fallen. Das klappt auch ganz gut im Moment. Mit dem Natalia-Set habe ich fast 3 Millionen Paper Damage. Lol. Aber du hast das Marauder-Set. Ja, und ich habe ja noch zwei Teile von Natalia. Zwei Teile Natalia ist auch 3er-Set. Okay. Ja, habe ich auch den 3er-Bonus. Ah ja, du hast halt den Ring da, stimmt. 250 Geschick und 7% Crit. Ah, der Ring ist so OP, den brauche ich auf jeden Fall auch noch. Nee. Brauchst du nicht. Wie? Ring aus Akt 1 braucht er wohl. Ach so, den Ring aus Akt 1, ja. Ich dachte, den Natalia-Ring. Nee. Das geht schnell, das geht ganz schnell, den Ring. Das geht auch schnell. Ja, schnell, man braucht halt mal Glück, dass er droppt. Ja, ja, nicht so wie ich mit dem Helm jetzt die Nacht. Ich habe jedes Teil aus den Akt 3 Bauen die 3-4 Mal gehabt, bis der Helm kam. Und dann ist er direkt sehr nice gerollt. Ach, können da nur noch spezielle Items aus den Würfelchen kommen?
Ja, also die Würfelchen schon, kommen das nur war noch... schon immer so. Da echt? Kommen... Da kommen immer nur spezielle immer Items raus. Immer nur die Items raus, die du nirgendwo anders kriegen kannst. Ja. Okay. Das sind bestimmte Legendaries, die da rausdroppen können. Und auf C6 hast du halt eine hundertprozentige Chance, dass ja. da auf jeden Fall ein Legendary drin ist. Okay. In Akt 1 kann halt der Ring, die Schultern, diese Einhandsbreitkolben, Armschienen und ein Amulett drin sein. Amulett, genau. In Akt 1. Und in Akt 2 halt die, die Zweihandachse aus Akt 3 ist auch ziemlich geil. Wo du dann, wenn du ein Monster tötest, eine Chance hast, 20% deiner Ressource wiederherzustellen, ist, glaube ich, für einen Crusader ziemlich cool. Muss man vielleicht mal ausprobieren. Da springt er mir einfach auf den Kopf. Was meint denn er, wer er ist? Hagok stacks auf 55 und wieder 31 Millionen Fähigkeit. Ach lol. Und fast 2 Millionen. Nee, Hagok, Magenstein des Gnus und Verderben der Gefangenen. Okay. Seltsame Kombination. Warum? Weil der Hagok halt mit dem esoterischen Wandel richtig okay ist, stärker als mit dem Magenstein. Ja, aber den Magenstein... Ich habe ja keine Probleme mit Widerständen, ich habe Probleme mit meinem Leben. Ja, gut. Und durch die Lebensregeneration kriege ich die Probleme gut abgedämpft. So kann ich nämlich hier jetzt zum Beispiel schon in den Sphären stehen und kann mich gegenheilen. Ja. Und dieses Schild, was den Schaden absorbiert, ist ja sowieso total okay. Oh, ein Ring, Ring, Brustschutz, Speer, Edelstein. Lol. Alter Schwede. Das ist doch noch wenig. Ja, machen wir das 37er noch, oder? Ja, klar. Ja, selbstverständlich. Wir machen den Stein komplett fertig, die Folge. Den Stein komplett fertig? Ja, so weit wie wir es schaffen. Das heißt, ich muss mich dann gleich umziehen, mit dem Daniel den Rift machen und ihr macht Erdkunde. Ja. Nee, wir laufen mit, wir spielen Mitläufer. Ja. Wir werden sehen. Eh schon nur, hat man ja gerade gut gesehen, aber egal. Boah, da war es ein Spam von Legendaries. Das Ding schlecht. Spam von Legendaries in T6 Rifts ist mehr, die droppen nur nicht von einem Boss. Der BK-Chris ist doch erstmal praktisch. Vitalität raus, Sockel rein. Hast erstmal einen Ring mit Sockel, Geschick, Crit, Damage und Crit. Ach stimmt, Damage geht aber um 8% runter, aber dafür habe ich halt diesen Sockel dann wieder. Ja, weil das Verderben der Gefangenen ist richtig, richtig, richtig OP. Oh. Der stärkste Stein, den es im Moment gibt. Ja, finde ich auch. Was? Welcher? Verderben der Gefangenen. Der grüne. Verderben der Mächtigen. Das ist der stärkste Stein der Rache. Im Moment gibt. Den habe ich noch nicht. Ja, dann. Oder hast du schon drin? Nee, nee. Ich habe den Stein der Rache. Ja, drin. So sieht der aus. Der und ist in meinem Ding da drin. Der Mächtigen. Ach, der da. Guck mal. Guck dir lieber den hier an. Guck dir lieber den da an. 43. Lol. Ja, er hat ja schon viel mehr Zeit in den großen. Der ist OP. Okay. Ja. Ja klar, guck doch mal, erhöht den Schaden gegen Gegner, die von Kontrollverlust. Ah ja, das nee, ich hab das andersrum, ich hab das 27,9%. Das stackt sich vor allen Dingen selber ab Level 25. Du brauchst nichts mehr dabei zu haben, was die Gegner slowt, weil der Stein für dich slowt. Na gut, du stehst ja als Demon Hunter weiter weg als 15 Meter. Ja, natürlich, aber trotzdem. Aber trotzdem ist für Nahkämpfer Stein... ist er noch stärker als für andere. Ja, der ist für den Rekord-Bub ist der sowieso am stärksten. Zum Beispiel, für solche Chars. Okay. Ja, für den Monk ja nicht. Doch, aber der Rekord-Bub ist ja so dieses... Lol, ich habe auch ein ganzes Set gefunden. Die werden direkt geslowt und es macht einfach Bumm. Ja, das Set ist gar nicht mal so schlecht. Ein ganzes Set gefunden. Auf dem PTR...
wie ich hier auf dem PTR siehst du richtig viele Crusader, die jetzt den neuen Roland spielen mit dem Set. Und es gibt neue Armschienen für Roland's Set. Und ja, was ich weiß. Ich, was das ist aber auch nur, weil die Ringe in dem neuen Patch, der rauskommt, super coole legendäre sekundäre Fähigkeiten kriegen. Zum Beispiel der Obsidianring des Tierkreises. Der kriegt eine Fähigkeit. Oh, ich habe, glaube ich, noch nicht. Ja, dass du, wenn, immer wenn du deine Primärressource eingesetzt hast, 1% Cooldown Reduction bekommst. Das heißt, wenn du so ein Spam-Build spielst, wie ich zum Beispiel jetzt mit dem Monk, explodierende Hand, Säule, immer weiter, und ich kriege Cooldown zurück, kriege ich meine Cooldowns noch weiter runter, als ich sie jetzt schon habe. Ja. Das heißt, ich kann viel mehr Damage skillen, weil der Cooldown sowieso runtergeht. Stell dir mal vor, du sockelst in den Ring den Gogok noch rein. Ja. Ja, aber ich meine halt nur dieses Set mit den... Nur wegen dem Set-Bonus halt. Ja, der Set-Bonus ist cool mit dem 50% kritischen Trefferschaden. Oder ist das der nicht? Nein, das ist der nicht. Das ist der mit Ressourcen. Eure Primärressourcen verbrauchen und Fertigkeiten verursachen 50% mehr Schaden, wenn eure Ressource voll ist. Ah, stimmt. Ja, okay. Und die Armschienen für das Roland-Set sind halt dein Schildstoß vom Crusader. Wenn der 3 Ziele oder weniger trifft, verursacht er beim nächsten Mal zwischen 500% und 600% mehr Schaden und kostet nur die Hälfte an Zorn. Ja, cool. Überleg mal, wie OP das ist, wenn du von dem 4er Roland Set sowieso schon 500% mehr Schaden auf dem Schildstoß hast. Und der mit meinem Crap hier in der Non-Season schon mit 50 bis 60 Millionen crittet. Da kannst du dann Damage mit einem Schildstoß mal eben 1,5 bis 2 Milliarden Schaden rausknallen. Meint ihr denn, ihr packt einen 40er auch, wenn wir zu zweit dann nur da rumstehen? Das kommt auf den Rift an. Hängt hier schon sehr stark vom Rift ab. Kann man denn seinen Stein trotzdem aufwerten, wenn man es nicht schafft? Ja, natürlich. Steine kannst du immer aufwerten. Dann machen wir ja einfach so lange, bis ihr nicht mehr könnt, quasi, ne? Yay, Level up. Wobei, wir machen ganz spannend hier nach, weil das schaffen wir ja bestimmt. Geh ich mal von aus, dass wir das EP, was du bekommst, ist einfach so krass. Hab ich noch gar nicht geguckt. Lol, ja. Das macht einen richtigen Sprung. Bei jedem Mob. Ich würde gerade sagen. Ich bin jetzt gleich schon wieder Level up. Jetzt. Das ist so abnormal. Aber dafür, wenn man von irgendwas getroffen wird, ist man direkt fast tot. Das ist unmöglich. Geht nicht genug Hass. Oh mein Gott, Feuerketten, da charge ich nicht nochmal rein. Was könnt ihr vergessen. Mach ja schon viel Verrücktes, aber das nicht. Wow. Bam, durch mich durchgecharged. Ach, die haben auch noch Lebensbank, deswegen. Ui. Die hätten eigentlich schon tot sein müssen. Hätten sie auch. Aha. Jetzt. Hab ich auch nicht aufgepasst. Danke. Schönen Tag, Upstacks. Alle wieder weg. Heißt eine scheiß Kombi an Champions und es kann auch schon knapp werden, wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe. Ey, in großen Rifts macht man normalerweise sowieso keine Packs. Man sucht sich größere Gruppen White Mobs, killt die und läuft weiter. Ja. Ab gewissen Größen, ja. Ich hatte jetzt gestern einen 39er versucht, da bin ich auf so eine kleine Ebene gekommen, wie wir vorhin auch hatten. Und da waren direkt, du kommst ins Portal rein und warst instant tot, weil sofort 3 oder 4 Elite Packs auf dich eingeprügelt haben. Und das, bis ich da raus war, hat halt 2-3 Minuten gedauert. Oh ja. Und dann konnte ich das Rift auch schon wieder vergessen. Jetzt zwar nachher fast noch geschafft, weil ich echt Glück mit den Schreinen hatte. Ich hatte 2 Machtschreine. Einen Kanalisieren und einen Verbindungsschrein. Fehlt nachher irgendwie 7-8 Sekunden, weil ich beim Boss halt den Kanalisieren-Schrein hatte, aber es war ärgerlich. Apropos Schreine, Daniel, das nächste Mal, wenn wir 2er-Rift machen, wenden wir da mal einen Trick an. Gibt Tricks, wo du dir, wenn du auf der wenn du eine erste Ebene hast, die schön groß ist und viele Mobs sind, wenn du da bis auf 80% des kompletten Rifts kommst, dass du auf der zweiten Ebene innerhalb von ganz kurzer Zeit einen kanalisierenden Macht und einen Verbindungsschrein stehen hast, nebeneinander für den Boss. Ist das was Garantiertes? Ja, das ist was Garantiertes. Lol. Ich habe mir ein Video dazu angeguckt. Okay. Lol. Da muss ich zuerst von Anfang an durch die erste Ebene durchchargen, bis zum Ausgang, gucken, dass der Ausgang da ist, dann wieder zurückkommen, ohne was zu töten,
Und dann, wenn ich wieder da bin, dann haben wir zwar übelst viel Zeit verloren, aber das täuscht. Weil danach geht alles viel, viel schneller. Wenn ich wieder da bin, fangen wir an zu töten und auf der zweiten Ebene ist dann nicht mehr viel. Und dann haben wir direkt neben dem Boss 3 Schreine. Geht bis maximal 4 Schreine. Video kann ich dir gleich, den Link kann ich dir gleich mal schicken. Das musst du dir echt mal angucken, das ist total geil. Ja. Ich habe das ausprobiert im großen Rift heute, in einem 38er oder einem 36er, das hat funktioniert. Ich habe den Boss mit einem Machtschrein in Verbindung finden, einem Kanalisierenschrein innerhalb von 15 Sekunden getötet. Lol. Nice. Und der hatte auch, keine Ahnung, 60 Milliarden Life oder so. Das klingt böse. Geht noch. Nein, ja, wenn sie dann mal anfangen, über die 100 Milliarden zu gehen, dann wird's hässlich. Yep. Mörser. Geh doch einfach raus, du Mistvieh. Ist er immer noch nicht tot? Doch, doch. Jetzt. Achtung, Reflex. Boah, ja, ich hab's gemerkt. Das war zu viel. An. Ja, ich musste gerade den Schrein nehmen, ich hab's nicht aufgepasst. Ist wieder aus? Kann jetzt wieder Bescheid sagen. Nur noch der Boss. An. Jetzt ist an, ja. Danke. Wie das Level immer wieder hochspringt. Ja. Ich hab jetzt gleich schon wieder ein Level ab. Ja, ich hab in dem Portal auch schon wieder 70% Level gemacht. Also wenn selbst du dann noch so gut levelst, da haben wir das. Die sind verbuggt, die sind verbuggt. Yep. Großen Lift sind verbuggt, was dein Skill angeht. Das ist ein Bug, den jeder nimmt, also warum nicht? Ja, natürlich. Ja. Ist ja nicht umsonst so, dass die ersten 100 Leute in jeder Charakterklassenstufe Paragon Level 700 und höher sind. Lol. Ja, die haben aber echt kein Leben dann. Das geht theoretisch. Warum geht's da überhaupt? Darum geht's gar nicht. Wenn du in der Gruppe eine vernünftige Gruppe hast, die zwischen 35 und 40er Rifts so schnell laufen kann, wie sie Nephalem Portale laufen kann bis zum Boss, dann kannst du hier viel, viel schneller leveln als in den großen, als in den normalen Nephalem Portalen. Ja gut, klar, machst du mal direkt halt die Prüfung, dass du den kleinen Quatsch nicht machen musst. Direkt auf Stufe 40 hoch oder so. Ja, du machst die irgendwo zwischen 35 und 40, auch wenn du höher schaffen würdest, das bringt nichts. Weil dann ist die Effektivität wieder weg. Ha. Meint ihr denn, wir schaffen das nächste auch noch? Ja. Ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt. 39. Kommt drauf an, wie schnell wir den Boss jetzt töten. Ich schätze 39 kommt da raus. Okay. Ich werde nur noch am Boden liegen im nächsten. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Wow! Überlebst du etwa keinen Hit von der alten? Also ich hab's überlebt. Das war so ein beschissener Angriff. Nee, der hat sich zu mir geportet und draufgehauen. Will aber weg drauf gehen, oder? Die hat ja auch nur knapp 62 Milliarden Life gehabt. Ja, das sehe ich ja nicht. Das ist der Nachteil, wenn dafür man so weit weg die doch schon ganz gut eigentlich. Oh. Geht das auch schnell. Achtung, Feuer. Und jetzt? Sag's mein Buff ist weg.
Okay, das war zu viel. Ja. Alter, das muss ja noch warten. Was ist das für eine Scheiße? Wie viel XP gibt die Alte, wenn sie stirbt? Einiges. Nee, nicht viel. Die Bosse geben nicht viel XP. Nein, ich bin eh bis dahin wieder da. Meinst du? Ja, danke Michi. Ach, schade. Ich hab grad nochmal geben nicht viel, ne? Level up, aber egal. Gas gedreht. Oh mein Gott. Alter, was ist denn heute los? Das ist normal bei den großen Bossen, Chrissy. Gürtel, Amulett, Armschienen, Brustschutz, Edelstein. Oh, ich muss auf jeden Fall nochmal hier runter. Hier liegen noch 87 Blutsplitter. 138 Blutsplitter. Also, ich liegen hier noch 40, schaffen wir das? Weiß ich nicht, sollen wir es 40? Ja, komm. Ja, komm, wir versuchen es. Ich zieh mich jetzt gleich um. Wir versuchen das. Ich zieh mich jetzt gleich um und CC die einfach permanent. Ja. Gut, dann sag ich mal, das 40er sehen wir dann in der nächsten Folge. Machen wir es mal spannend. Werden wir es schaffen oder nicht? Voll der Cliffhanger. Vielen Dank fürs Mitspielen, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.